Epochen kochen. Die kulinarische Zeitreise mit Heike Greis und Vincent Klink. Historische Küchen, Rezepte und Zutaten aus längst vergangenen Zeiten. Epochen kochen. Heute, wie die Römer aßen. Rom, Weltmacht der Antike. Vor 2000 Jahren eroberten Legionäre auch den Südwesten. Welche neuen Nahrungsmittel brachten sie mit? Wie veränderte sich der Geschmack? Und welchen Einfluss auf unsere Esskultur hatte das Römische Reich? Die Antworten kennt Bettina Birkenhagen. Mit ihrem Wissen steht sie den Epochenköchen Heike Greis und Vincent Klink zur Seite. Die Archäologin ist Expertin für die Römerzeit. Die Villa Borg im saarländischen Perl. Eine Villa Rustica, ein römisches Landgut, originalgetreu rekonstruiert. Vincent, vor rund 2000 Jahren war diese Region, wir sprechen da von rechts und links vom Rhein, komplett in römischer Hand. Und mit den Römern kam die Esskultur hierher, der Beginn einer neuen kulinarischen Zeitrechnung. Salvete, liebe Gäste! Der Hausherr! Herzlich willkommen! War das so üblich, dass der römische Hausherr die Gäste gleich am Eingang in Empfang nahm? Ja, doch selbstverständlich. Fühlt euch hier in meinem Hause wie zu Hause. Vielen Dank. Bitte sehr. Der Hausherr ist natürlich Römer-Fan. Er und zahlreiche Mitstreiter füllen den Archäologiepark in ihrer Freizeit mit Leben. Die Anlage ist einmalig in Europa. In Wirklichkeit heißt der Hausherr Reinhold Heinrich. Es gab mehr als 1000 solcher Landsitze hier im Südwesten, ne? Kann man sich kaum vorstellen. Also wenn ich das so angucke, ich denke, die Architektur ist bis heute gar nicht so viel weitergekommen. Alle Gebäude stehen dort, wo sie schon vor über 2000 Jahren standen. Anhand der Ausgrabungen weiß man viel über die Villa. Sie lag unmittelbar an der bedeutenden römischen Fernstraße von Marseille nach Köln. 250 Menschen schufteten in der Antike auf diesem Landgut. Ackerbau und Viehzucht gab es, dazu alles für den täglichen Bedarf. Ein Apfel? Ja, getrocknete Äpfel, die hatten überhaupt diese Trockentechniken, auch Gemüse haben sie getrocknet, Weintrauben, also dann Rosinen draus gemacht. Und da waren schon große Spezialisten im Haltbarmachen. Das konnte man so prima konservieren, ne? Ja, und die hatten also vor dem Haus auch richtige Stellagen, wo sie sich das einfach für den Winter getrocknet und vorbereitet haben. Die Sonne tut bei der Trockenfrüchteherstellung ihr Übriges. Erzeugnisse des Landgutes wurden in nahegelegenen römischen Städten wie Trier, damals Augusta Treverorum genannt, feilgeboten. Und Produkte von dort wurden in der Villa Borg an die Landbevölkerung verkauft. Unter anderem Kosmetika. Was ist das denn? Wahrscheinlich die erste Antifaltencreme. Schönheitscreme, Würfelspiel. War schon alles da. Toll, Schreibfeder. Konnte man sich ein bisschen eindecken. War auch die römische Küche der unsrigen ähnlich? Und woher weiß man überhaupt, welche Speisen die Römer liebten? Unsere Epochenköche sind bestens vorbereitet. Heute kochen wir ja mal richtig römisch. Es gibt ja Kochbücher von den Römern überliefert. Und nach diesen Rezepten, mit diesen Produkten, schmeiße ich mich in die Küche und koche für dich. Und das ist überhaupt keine so, wenn man denkt, Italien, Pizza. Nee, überhaupt nicht, sondern es ist eine eigenständige römische Küche mit diesen Produkten. Und es schmeckt moderner, wie du glaubst. Vincent meint, die Kochbücher des Marcus Gavius Apicius. Ein römischer Feinschmecker, der vor gut 2000 Jahren Rezepte niederschreiben ließ. Sie versprechen einen wahren Hochgenuss. Für den Besitzer und seine Familie war das hier schon wie eine 5-Sterne-Luxusanlage. Ne? Also der Hammer. Eine außergewöhnliche Lebens- und Wohnsituation. Und ich glaube, Dr. Bettina Birkenhagen kann uns mit Sicherheit mehr über den Besitzer sagen, der Villa Rustica. Wo ist denn der Kräutergarten? Der ist gleich hier hinterm Haus. Da gehe ich jetzt mal durch. Bis gleich. Wie lange wurde die Villa Borg so bewirtschaftet? Also wir wissen, dass die Anlage seit dem 1. Jahrhundert vor Christus von den Kelten schon besiedelt war. Und dann haben wir eine durchgängige Besiedlung bis Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus. Was weiß man denn über den Besitzer hier der Villa Borg? Wer war das denn?
Wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen romanisierten Kelten gehandelt hat, der auf seinem angestammten Gebiet die römische Lebensweise übernommen hat und dann auch römisch gebaut hat. Immer tiefer tauchen Heike und Vincent in die Vergangenheit ein. Zur eindrucksvollen Anlage gehört auch ein echter römischer Kräutergarten. Dort sammelt Vincent Zutaten für die jahrtausendealten Rezepte, die er heute kochen wird. Etwa Weinraute aus dem Mittelmeerraum. Zu uns gekommen durch die Römer. Wie so viele andere Pflanzen, die wir heute für typisch deutsch halten. Das Landgut war ein riesiger Betrieb, zu dem auch eine Großküche gehörte. Diese Küche wurde ebenfalls originalgetreu wiedererrichtet. Heike und Vincent folgen dem Geruch von frisch gebackenen Semmeln. Der Begriff stammt vom lateinischen simila, so hießen die Brötchen der Legionäre. Richtig gemütlich. Das gefällt mir gut hier. Mit mehreren Feuerstellen. Richtig profimäßig hier. Tullius Gaius, den haben wir hier ja auch erwartet, der römische Bäcker. Ja, herzlich willkommen, den er wieder geborgen hat. Macht uns Semmeln, ne? Riecht gut, hä? Ja, so ja. Richtig nach Backhaus. Die sind auch auf dem Punkt fertig geworden. Sie sind goldrichtig gekommen. Dürfen Sie gleich probieren. Teigzutaten, wie es der Römer mochte und wie es der Römer hatte. Super. Ja, 3 Mehlarten und 3 Gewürzarten. Okay. Also, Heiner Thul, vielen Dank für die Brötle. Die sind heiß, aber ich bin ja feuerfest. Ich breche das auseinander. Kann ich auch. Vincent brennt darauf zu kosten. Guck, die haben da extra diese Sollbruchstellen drin. Die halfen den Legionären, die Semmeln besser aufzuteilen. Außerdem vergrößern Schnitte im Teig die krustige Oberfläche und damit auch den Geschmack, weil hier die Geschmacksstoffe gebildet werden. Es duftet eigentlich herrlich, und zwar auch nach diesen Gewürzen. Also da hätten wir ja das Mehl, Dinkel, Roggen und Weizen. Und die hatten schon Hefe, weil die haben ja Bier gebraut. Und diese Bierhefe haben sie in den Teig rein. Das macht ja das dann auch so locker. Und damit die Hefe gut arbeitet, kam ein bisschen Honig rein. Was hier so duftet. Das sind Gewürze, ne? Dann mal so Anis. Dann haben wir Kreuzkümmel und Koriander. Und sie haben sehr viel mit solchen getrockneten Kräutern, Gewürzen gearbeitet. Da blieb das Gebiss auch gesund. Also durch die Gewürze wurde es natürlich leicht verdaulich. Und dann muss man auch wissen, Brot war eines der Grundnahrungsmittel damals für die Menschen, für die ganz normalen Menschen. Ein paar Oliven dazu, schon super. Es gab sogar in Rom, ganz interessant, eine Regelung, dass die Leute, die wirklich gar nichts hatten, vom Staat 2 Laib Brot am Tag geschenkt bekamen. Und wenn Cäsar mal wieder eine Schlacht gewonnen hat, gab es auch Freiwein. Das ist eine Sozialpolitik. Es gab natürlich auch was für drauf aufs Brot, ne? Da hier, Oretum. Muss ich gleich mal probieren. Das ist so Frischkäse. Halten die? Ich hab das gern. Das ist aber es muss ja. Die waren ja oft unterwegs. Es sind ja getippelt da von Rom bis hier hoch. Und da hatten die diese Dinger dabei. Auch hart. Hat man teilweise dann auch eingeweicht in Rotwein und so weiter. Getippelt ist leicht untertrieben. Ab dem Jahr 15 vor Christus dringen die Legionen des Kaisers Augustus über die Alpen nach Norden vor. Mahlsteine. Jeder Trupp hatte welche dabei. Je 8 Legionäre kämpften, marschierten und kochten gemeinsam. Aber was passierte, nachdem die Römer da waren? Es ist natürlich auch so, dass darauf eine sehr lange Phase des Friedens und des Wohlstandes gefolgt ist, auch für die Bevölkerung hier in der Region. Man hat sich sehr gut entwickelt, es gab keine Hungersnöte, es gab Entwicklungen in der Technik, die auch für die angestammte Bevölkerung hier natürlich ihr Gutes brachten. Wie die schnell drehende Töpferscheibe, die mit dem Fuß betrieben wurde. Die Germanen kannten das nicht. Mühsam formten sie die Gefäße freihand. Es gab weitere Kenntnisse, was Medizin anbelangt, sodass es sicherlich mehr Gutes als Schlechtes für die angestammte Bevölkerung gegeben hat. Und man hat sich dann ja auch, wie man über die Jahrhunderte gesehen hat, auch mit den Römern recht gut arrangiert. Die Römer nutzten die natürlichen Wasserstraßen Donau, Rhein und Mosel zum Transport von Getreide, Wein und Öl. Im gesamten Südwesten errichteten sie ein Straßennetz. Nach den Soldaten kamen die Händler und mit ihnen Nahrungsmittel und Waren aus dem gesamten römischen Imperium. Aus Nordafrika, dem Nahen Osten oder der Iberischen Halbinsel.
Die Römer bringen dem Südwesten eine moderne wirtschaftliche und politische Infrastruktur. Dazu gehört auch Geld. Die jeweiligen Herrscherporträts prägten Münzschläger mit einem kräftigen Hammerschlag in die Geldstücke. Die rekonstruierte Küche des Landguts ist voll ausgestattet und funktionstüchtig. Trotz allem. Heike und Vincent haben ihren modernen Herd mitgebracht. Römischer Edelstahlherd. Ja, aber die hatten damals alles, was du brauchst. Also hier ist ja der Grill, da kannst du einen Topf draufstellen. Dann hier für Suppe kochen, da an dem Galgen. Großer Suppentopf. Und dann haben sie hier einen Ofen gehabt für Brot. Es war personalintensiv. Damals hatten die aber wahrscheinlich Vollbeschäftigung. Ne? Da war in der Küche einer fürs Holz zuständig und dass es brennt. Nicht zu denken, dass arme Römerlein hat, die haben alle so gewohnt. Ne? Das war schon was Besonderes. Aber jetzt haben wir es halt modern und da sind wir dann auch wieder froh drum. Landgüter wie die Villa Borg waren die Grundpfeiler der römischen Wirtschaft. Heike erkundet das Anwesen, während Vincent in der Küche ein geheimnisvolles Würzmittel der Römer zubereitet. Für die Herstellung des flüssigen Gebräus, Garum oder Liquamen genannt, braucht man Sardellen, Nori-Algenblätter, Steinpilzpulver, Weißwein, Essig, Meersalz und eine robuste Nase. Die hatten damals vor den Toren der Stadt, möglichst weit weg, teilweise sogar in Spanien, diese Stätten, wo sie Fischabfälle, kleine Fische, die Innereien von Fischen, fermentiert haben. Also man könnte jetzt auf Deutsch sagen, man hat sie verfaulen lassen. Ein wahnsinniger Gestank, der sich dann aber mit der Zeit bei der Verarbeitung etwas verloren hat. Und dieses Garum, auch Liquamen genannt, kommt in fast jedem Rezept vor. Es ist eine Art Geschmacksverstärker, selbst für Desserts. Wir geben ja zum Beispiel einen Pfannkuchenteig, wenn der süß sein soll, auch immer eine Prise Salz. Jedenfalls dieser Salzanteil wirkt harmonisch. Vincent macht das Garum auf seine Art. Er gibt zuerst getrocknete Algenblätter, Meersalz und Sardellen in die Reibschale. Und dann? Jetzt habe ich hier noch, das war so meine Idee, wir geben noch mal einen Geschmacksverstärker rein. Das ist nämlich Steinpilzpulver. Da gehen wir alles rein, was soll's. Dann geben wir aber auch hier noch ein bisschen was dazu. Steinpilzpulver hat auch diesen Art Liebstöckelgeschmack. Jetzt habe ich hier. Und dann fügt unser Epochenkoch noch einen Schuss Essig und Weißwein dazu und zerkleinert das Ganze in der originalen römischen Reibschale zu einer Gewürzbrühe. So, das muss ich mal probieren. Also, Konsistenz ist gut. Bisschen säuerlich, bisschen salzig, insgesamt dann harmonisch. Es muss aber ein klein bisschen versalzen sein, weil man nimmt es ja nicht löffelweise dann ins Essen, sondern ich gebe das in so, zum Beispiel in so ein römisches, wunderbares Fläschchen. Und dann gibt man das tropfenweise, kommt tropfenweise ins Essen. Sie müssen mal einen Spinat machen und ein Tröpfchen davon dran geben. Dann werden Sie merken, der Spinat ist zum Leben erwacht. Kaum zu toppen, diese kulinarische Meisterleistung der Römer. Heike begeistert sich unterdessen für die prachtvolle antike Anlage. Frau Birkenhagen, was haben uns die Römer noch gebracht? Naja, es gibt halt sehr viele technische Errungenschaften, unter anderem zum Beispiel hier die Fußbodenheizung. Wie hat die funktioniert? Wir haben einen Heizraum direkt hinter der Wand, über den wurde die warme Luft erhitzt, wurde dann durch einen Kanal hier hereingeleitet, strömte um die Säulchen drumherum in dem Hohlraum, erwärmte den Boden von unten, wurde dann wieder durch Hohlziegel in der Wand nach oben weggeführt und damit hatte man warmen Fußboden und eine warme Wand. Also richtig gemütlich, mollig warm zu Hause, hat man da überhaupt Lust gehabt auszugehen und konnten die Römer überhaupt ausgehen in Gasthäuser? In der Stadt zumindest konnten sie das, auf dem Land ist es ein bisschen schwierig, aber in der Stadt gab es natürlich unterschiedliche Arten von Tavernen oder Gasthäusern. Es gab welche, da gab es nur was zu trinken, es gab auch welche, da gab es was zu essen und zu trinken. Tavernen waren Garküchen, in denen das einfache Volk jeden Tag aß. Vergleichbar mit heutigen Imbissbuden. Denn viele Menschen hatten gar keine eigene Herd- oder Kochstelle. In den Häusern der Städte waren die wegen der Brandgefahr sogar verboten.
In den Kesseln der Tavernen garten einfache, preisgünstige Speisen. Wer sich leisten konnte, bestellte Fleisch dazu. Auch Wein wurde in verschiedenen Preis- und Qualitätsklassen angeboten. Hat denn die römische Sprache das Essen, das Kochen, die Küche bei uns beeinflusst? Das hat sicherlich sehr viel beeinflusst. Vor allen Dingen haben wir natürlich auch noch einige Begriffe in der heutigen Zeit, die wir aus dem Römischen überliefert haben. Da gibt es zum Beispiel den Begriff Servieren. Das kommt von Servus, dem Sklaven, der die Speisen bringt. Oder zum Beispiel auch das Wort Aperitif von Aperio, öffnen. Oder das Wort Oleum, Öl. Heike macht sich wieder auf in die Küche. Vincent hat ihr schon von dem römischen Geschmacksverstärker erzählt. Nun hält er ihr einen kleinen Vortrag über das Gefühl, es fehle noch etwas am Essen. In anderen Kulturen gibt es dafür sogar einen eigenen Begriff. Es gibt ja da diese vier Geschmäcker, also salzig, bitter, süß, sauer. Und dann gibt es noch ein fünftes, das haben wir eigentlich nie benannt. Und die Japaner sind irgendwann mal draufgekommen, das nennen sie Umami. Das ist eigentlich dieser Abrundungsgeschmack. Darf ich mal schnuppern? Zur Erinnerung. Das Gebräu besteht aus Nori-Algenblättern, Meersalz, Sardellen, Steinpilzpulver, Weißwein und Essig. Heikes Geschmacksnerven müssen jetzt ganz tapfer sein. Eigentlich fast überall dran gegeben haben. Natürlich in einer gewissen Dosis. Das, was du jetzt hast, ist schon eine hohe Dosis. Aber es schmeckt, gell? Ha? Und die Wirkung tritt sofort ein. Okay. Also es ist sauer, es ist aber auch scharf. Und rund auch? Ja. Gell? Heutzutage gibt es ja diese Streuwürze und diese Flüssigwürze, deren Namen wir jetzt nicht näher nennen wollen. Und irgendwie, man hat dann schon manchmal so das Bedürfnis, nach das dran zu machen, weil irgendwie hebt es den Geschmack. Eben, genau das hat Vincent mit dem gemeint, was die Japaner als Umami bezeichnen. Ein Tisch voller Lebensmittel. Es gab schon in der Antike von allem reichlich, zumindest für die Reichen. Für die Römer war Essen ein Teil ihrer Kultur. Regelmäßig zwei Mahlzeiten am Tag gehörten dazu, für die, die es sich leisten konnten. Gern durfte es dabei auch opulent zugehen. Ganz anders die Germanen. Für sie ging es meist ums nackte Überleben und weniger um kulinarische Genüsse. Mal gucken, was sie uns hier gerichtet haben. Das sind die Lebensmittel, die den Römern für ihre Küche zur Verfügung standen. So Hülsenfrüchte, Linsen, dann hier zum Beispiel diese, was man in Deutschland Saubohne nennt, im Lateinischen Fava. Guck mal, so was ganz Köstliches. Macht mich richtig gut. Gut Eiweiß, macht satt. Die Römer haben den angeblich deutschen Apfel, das haben wir heute hierher gebracht. Mhm. Alle Früchte, ja. Und das hat natürlich hier funktioniert. Hier ist ja das Klima auch mild genug, um das hier wachsen zu lassen, den Wein, ne? Das war eine Riesenkulturleistung. Sie brachten den Wein nach Deutschland und der Wein war für sie auch sehr wichtig. Genauso wichtig wie für die heutigen Menschen im Südwesten. Rund um den Ort Perl wächst an den Moselhängen der Elblingwein. Eine weiße, saure Traube, die vor 2000 Jahren mit den Römern über die Alpen nach Deutschland kam. Der erfrischende Elblingwein gehört zu den ältesten kultivierten Weinreben Europas. Die Winzer an der Obermosel verweisen stolz auf ihre Tradition. Auch Obstsorten, die für uns heute selbstverständlich sind, kannten die Germanen nicht. Pflaumen etwa wurden von den Römern mitgebracht. Genauso die Birne, der Apfel oder die Mispel, die heute allerdings als Obstbaum keine Rolle mehr spielt. Aber selbst Linsensträucher oder auch die Pastinake haben wir den Römern zu verdanken. Genauso wie Kohlrabi. Oder den Römersalat. Okay, da erkennt man es bereits am Namen. Die haben also damals schon Petersilie, Zitronenmelisse, Koriandergrün, das, woran du was da ist riechst. Das ist Weinraute. Das haben sie auch in fast jedem Essen drin, weil das ist sehr, sehr lebermagenfreundlich, eigentlich fast eine Medizin. Die Weinraute wirkt unter anderem entzündungshemmend. Das strauchartige Gewächs wird bis zu einem Meter hoch. Es enthält ätherische Öle, deshalb wird es in der Parfumherstellung verwendet. Und es hebt auch das Aroma des italienischen Grappa.
Das muss man wohl dosieren. Mhm. Und das Gericht muss auch richtig kräftig sein, weil der Geschmack hier ist auch sehr kräftig. Und auch ein bisschen bitter. Verwendest du das in deiner Gourmetküche? Ja. Kennst du das? Ja, ja, ja. Soll ich das mal probieren? Ich hack das manchmal in Salat rein. So pur schmeckt das nicht geil. Ja, das ist sehr herb, aber gesund. Ich sehe es ja schon an. So wie das schmeckt, muss es echt super gesund sein. Salat war auch eine, ja, kann man sagen, eine Erfindung der Römer. Ich guck mal, dass ich was zum Neutralisieren finde. Die haben aus Kohlrabi-Plättchen, die haben so Olivenöl haben sie ja gehabt, Essig, haben sie schon so ein Dressing gebaut und haben die Kohlrabi-Blätter, was wir heute wegschmeißen, da haben die den ersten Salat draus gemacht. Meine Oma hat die Kohlrabi-Blätter immer verwendet. Allerdings gekocht. Nicht? Also als die Rohkost war ja in Germanien, das ist ja heute nur in Deutschland nicht so. Mhm. Dann hier dieser römische Salat, Romana, heißt heute noch so, hatten die damals schon. Und der ist auch ein klein bisschen bitter. Es ist sehr vieles ein bisschen bitter in der römischen Küche, weil es gut für den Magen ist. Und die Leute haben vielleicht auch viel Schwein gegessen, da brauchst du ein bisschen Kleine Verdauung. Quizfrage. Was war bei den Römern schlank und trug dichte, dunkle Haare? Die Sau. Das Hausschwein gehörte zu einem römischen Haushalt dazu. Ja, ich meine, das Schwein ist halt auch bequem zum Halten, kleinteilig, weil der Römer hat ja eigentlich ganz gern dicht beieinander gehaust oder so. Auch in Rom war gar kein Platz. Da haben wir hinterm Haus ein Schwein gehabt. Da, guck mal, da sind ja schon so Würste. Eine Mortadella zum Beispiel kommt ungefähr in die Richtung, wie die damals mit so Wurst geschmeckt hat. Mhm. Weil Mortadella sind ja auch Innereien drin. Und es schmeckt eigentlich köstlich, gell? Kleine Wachtelchen kannte man auch schon. Da waren sie ja ganz heiß drauf, gell? Das glaube ich, das ist ja auch was. Also im Apicius-Kochbuch hat es etliche Wachtelrezepte oder auch Geflügel. Das haben die gut beherrscht. Mhm. Schnecken, damals durften sie nicht fehlen auf einer Festtafel. Ja, die hatten zwei Vorteile. Also erstens ist es sehr eiweißreich. Und zweitens, du kannst sie transportieren. Du kannst den Kisten, den Salat mit, kannst du die mitnehmen. Wenn es regnet, gehst du raus mit dem Eimer und die Schnecken gab es damals massenhaft. Haben die auch mit Kräuterbutter und Baguette gegessen? Ja, schon. Baguette nicht, die haben eher also diese halbdunklen Brote gehabt. Aber die Kräuter spielten schon eine Rolle, auf jeden Fall. Fisch haben wir hier eine Riesenvielfalt, aber man muss gleich wissen, Fisch war so teuer, das war nur was für die oberen 10.000. Delikatessen aus dem Meer waren beliebt bei römischen Festessen. Doch soll Fisch frisch auf den Tisch, braucht man ein gutes Verkehrsnetz. So ziemlich mit das Erste, was die Römer immer gebaut haben, war mal eine Straße. Denn darauf konnte man dann alle Dinge, die man brauchte, transportieren. Als ein besonders gutes Beispiel eignen sich dafür sicherlich Austern. Denn wie man ja weiß, sollten Austern lebend gegessen werden. Das heißt, man muss die relativ schnell von dem Ort, wo sie herkommen, zu dem jeweiligen Verbraucher bringen. Und wenn wir dann hier in der Villa Borg zum Beispiel Austernschalen finden, dann wissen wir, dass es ein unheimlich gutes und unheimlich schnell funktionierendes Wegenetz gegeben haben muss, damit sich der Hausherr hier nicht vergiftet hat. Über dieses Wegenetz kamen auch andere Kulturpflanzen von Asien übers Mittelmeer ins heutige Deutschland, wie zum Beispiel Ingwer und andere Knollen. Und dann könnte ich dir noch ein bisschen was über, meine Dame, über Knoblauch erzählen. Und zwar, es gab einen richtigen Befehl vom Kaiser, dass ein Soldat am Tag eine Knoblauchzehe sich so aufs Brot reibt oder irgendwie zu sich nimmt. Wusste man schon, dass das einfach gut ist? Das, ja, ich meine, da sind auch so Antioxidantien drin. Und die wussten zwar nichts von Spezielles, aber sie haben einfach gemerkt, das tut ihnen gut. Auf dem Landgut im heutigen Saarland konnte man also vor 2000 Jahren aus dem Vollen schöpfen. Und das werden Heike und Vinzenz nun auch tun. Das Hauptgericht. Römerbraten mit Linsen. Dafür braucht man eine Schweinebrust, Linsen, weichgekochte Maronen, Rosinenwein, Honig, Schalotten, Weinraute und weitere Kräuter. Das machen wir. Schweinebraten. Typisch römisch? Ja, also mit speziellen Gewürzen. Lorbeerblatt, Minze ist dabei, Kreuzkümmel, Dill, Honig, Rosinenwein. Dann war schon wieder alles am Start. Dann machen wir noch ein Linsengemüse mit Kastanien dazu. Und du bist die Fachfrau für Linsen. Gell? Das Und stimmt. Die gehen gar nicht so unähnlich
wie dein Hausrezept, was du von der Mutter gelernt hast. Also erstens mal habe ich es von der Schwiegermutter gelernt. Schwiegermutter. Und auch nur unter Zwang, weil ich als Saarländerin nur mit Linsensuppe groß geworden bin und nicht mit Linsengemüse. Das gibt's hier nicht. Schwiegermutter hat so gute Linsen gemacht, dass das Kind, unser Sohn, gesagt hat, die Oma macht aber immer gute Linsen. So, und da wollte ich das natürlich auch können. Und was ist die römische Komponente bei dir? Bei mir ist die römische Komponente natürlich diese von mir jetzt doch liebgewonnene Weinraute. Also ich habe die eigentlich auch nicht so arg mögen. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, es liegt an der Dosis. Jetzt kommen wir mal zu meinem Braten hier. Ich habe da diese Rauten reingeschnitten, auch nur so einigermaßen, damit einfach, das wird dann aufplatzen am Schluss. Und diese Schwarte, das ist ja immer das Geheimnis, wie kriege ich eine krachende Schwarte hin? Dass es kein Gummi ist. Ich gebe einfach ein bisschen Wasser da unten rein, ungefähr so dick, wie hier die Schicht ist. Und lege das mal ohne Salz und sozusagen mit gar nichts, lege ich das hier ins rein. Ins kalte Wasser? Das ist gleich heiß, ja, ja. Im Ofen wird das dann heiß. Und jetzt kommt es in den Ofen rein. Und jetzt lassen wir das auf dieser, meine Schürze hat sich verselbstständigt. Ja, lach mich doch nicht aus. Jedenfalls, wir lassen es im Ofen. Schwartenseite unten, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann? Dann drehen wir alles um. Und dann, dann ist das Wasser verdunstet. Und dann geht eigentlich erst das richtige Braten los. Ich gebe ein bisschen Schalotten. Die Schalotten, aber auch Kräuter und Gewürze, kommen erst zum Braten, wenn die Schwarte vorgegart ist. Kastanien und Weinraute liegen schon bereit. Doch zuerst werden die Linsen gekocht. Wir nehmen Tellerlinsen, die muss man nicht einweichen. Super Sache. So, jetzt. Das ist ein klein bisschen andünsten, ja. Anbraten. Knoblauch ist auch drin. Das, ja, ich finde, ohne Knoblauch geht's gar nicht. Also das bringt so den Tiger. Sehr gut, Linsenkönigin. Gibt schon Wasser da dran, dazu? Genau. Und das muss immer so bedeckt sein. Ich rede jetzt mit dir, als würdest du es nicht wissen. Natürlich weißt du es. Ich lerne auch gerne dazu. Ich richte dann, ach, das könnte ich eigentlich nur mal machen, das sind so Sklavendienste als römische Sklavin. Oh, Sklavendienste! Sklaven spielen eine extrem wichtige Rolle. Denn ohne Sklaven ist das ganze Römische Reich nicht funktionstüchtig. Das fängt in den Haushalten schon an. In den großen Badeanlagen zum Beispiel, auch die sind ohne Sklaven nicht funktionstüchtig. Aber auch große Haushalte. Denn die Hausfrau an sich hat sich eigentlich nur um die Organisation und die Beaufsichtigung gekümmert. Aber um die Arbeiten selbst haben sich die Sklaven gekümmert. Also das Saubermachen, das Kochen. Noch arbeiten die beiden sehr harmonisch zusammen. Zu den Tellerlinsen kommt jetzt unser geniales Würzmittel, das Garum. Das kann ich jetzt schon dran machen, das verduftet nicht. Das bleibt uns. So, dann schauen wir mal. Mehr. So, das muss reichen, Schluss aus. Man kann ja noch nachwürzen. Genau, das ist das Schöne. Sieht schon ganz gut aus, oder? Ja, jetzt muss es nur bloß noch eine Weile kochen, also so eine Viertelstunde kochen. Wird es schon müssen, oder? Mindestens. Für die römische Variante geben Heike und Vincent gekochte Kastanien zu den Linsen. Aber ich würde die nicht alle dran machen. Nee. Ich finde, dann stimmt das Mischungsverhältnis nicht, oder? Stimmt. Apicius war ein Feinschmecker und ein Koch, von dem uns glücklicherweise einige Schriften immer noch vorliegen, sodass wir da eine Art Kochbuch haben. Das Unglückliche am Apicius ist, dass er keine Mengenangaben drin stehen hat, sodass man zwar weiß, was in den Gerichten drin ist, aber nicht in welcher Menge es drin ist. Das heißt, es ist ein bisschen ein Ausprobieren, welche Gewürze mehr und welche Gewürze weniger benutzt werden sollten. Also wenn ich die jetzt probiere, besser geht's nicht. Also Heikes Linsen auf römische Art. Hey, halt mal! Jetzt muss man noch mal umrühren. Jetzt kommt der Oberkörper. Jetzt kommt der Römer hier erst. Ein bisschen Wein. Raute. Raute ist ein Wermutgewächs. Und man darf es nicht zu hoch dosieren. Das haben wir schon gemerkt. Weil es so heftig schmeckt. Aber es hat einen wirklich feinen Duft, gell? Die Frage ist, hat es auch einen feinen Geschmack? Das hat aber vorher schon geschmeckt. Aber da war es noch ein bisschen schwäbisch. Jetzt sind wir. Mama Roma, sage ich bloß so. Schmeckt gut, es kommt gut.
Plötzlich hat es einen ganz anderen Dreh. Ich bin glücklich. Schmeckt grün und du hast mich glücklich gemacht. Danke. Klasse. Super. Findest du nicht auch, dass so eine Kastanie Ähnlichkeit hat mit dem menschlichen Gehirn? Also sprichst du jetzt von mir? Also meins ist ein bisschen größer wie das. Also ein bisschen größer. Aber tatsächlich, es ist so. Die Römer haben ja für alles und jedes einen Gott gehabt. Aber sie waren halt auch sehr abergläubig. Ne? Also das, was in den Speisen drin steckte, Klugheit vielleicht, sollte sich übertragen durch Verzehr. Was an den Tieren an Kraft steckte, konnte man durch Essen verinnerlichen. Ja, der Glaube zog sich durch alle Bevölkerungsschichten durch. Vom obersten Kaiser bis zum niedrigsten Sklaven ging das durch alle Bevölkerungsschichten durch. Wobei die Römer auch die Angewohnheit hatten, den angestammten Bevölkerungen in den Gebieten, die sie besiegt hatten, denen häufig auch ihren Glauben zu lassen. Oder zumindest auch mal geguckt haben, was es da an besonders interessanten Göttern gab, die man in sein eigenes Götterreich da noch mit aufnehmen konnte. Entsprechend viele Feiertage und Feste gab es bei den Römern, um den Göttern zu huldigen. Und zahlreiche unterschiedliche Rituale. Wenn man im häuslichen Bereich eine Götterhuldigung abhielt und nur einen kleinen Fehler im Ablauf machte, musste wieder von vorne begonnen werden, damit die Götter wohlgestimmt blieben. Wie steht es inzwischen um Vinzenz' 3 Kilo schweren römischen Schweinekrustenbraten im Backofen? So. So, vor einer halben Stunde habe ich den umgedreht. Und jetzt fange ich eigentlich erst an, das zu würzen. Beide Seiten werden schön gesalzen. Dann würzt Vinzenz großzügig mit gemahlenem Kreuzkümmel. Die Römer hatten schon erstaunlich viel Gewürze am Start. Und die verteilt Vinzenz auch in die schwarzen Ritzen. So ziehen sie in das saftige Fleisch ein. Zum Schluss Honig. Und der kommt mit Absicht da oben drauf. Und sorgt für eine süße und schöne Kruste. Dazu Lorbeerblätter, frische Minze und gezupfte Dillspitzen. Schon der römische Koch Apicius wusste, dass man Dill nicht schneiden, sondern zupfen soll. Und wieder ab ins Rohr. Die Hitze muss gar nicht so groß sein. Da brennt es nicht an, man hat Zeit. Und muss halt Geduld haben. Apropos Geduld. Essen bei den Römern war eine langwierige Prozedur mit vielen Ritualen. Eines davon bereitet der Hausklave gerade für Heike vor. Salve. Salve, Jatros der Hausklave. Jetzt lernen wir uns endlich mal persönlich kennen. Wie wird man Hausklave? Sind Sie gekauft worden? Ja, meine Herrin hat mich gekauft in Augusta Treverorum vor der Tür. Mhm. Es war Zufall. Der Hausklave Jatros, eine erfundene Figur mit historisch fundiertem Lebenslauf. Gekauft auf dem Sklavenmarkt in Trier. Jatros könnte es also wirklich gegeben haben. Günter Wolf ist eigentlich der richtige Name. Das macht Ihnen richtig Spaß, das merkt man, als römischer Sklave zu arbeiten. Ich habe gehört, ich darf hier vorbeikommen und bekomme eine besondere Vergünstigung. Ja? Ja, eine Fußwaschung zum Zeichen der Ehrgebietung meiner Familie. Denn Römer hat ja viele Mythen gehabt zur damaligen Zeit. Gehört der Gast damit zur Familie? Ja, wir machen auch immer ein wenig Parfüm noch rein ins Wasser. Das ist dann auch gut für die Haut. Die Füße werden dabei nicht gebadet, sondern nur leicht benetzt und dann wieder getrocknet. Man muss einfach sagen, es ist eine Zeremonie. Heike fühlt sich sichtlich wohl. Füße duften gut und so, ne? Also, so war Wellness vor 2000 Jahren. Die Römer liebten ihre öffentlichen Thermen, große Badetempel mit Sauna und Co. Und in reichen Häusern wie der Villa gab es auch große Privatbäder.
Eine römische Badezeremonie dauerte Stunden. Und es gab sie natürlich nur für die Herrschaft. In diesem Fall für unseren romanisierten keltischen Gutsherrn. Es wird massiert, geölt und geschabt. Frauen und Männer haben im Normalfall getrennt gebadet. Die Damen eher am Vormittag, die Herren eher am Nachmittag. Denn auch im Bad hat man sich dann schon zum Abendessen verabredet und ist dann von dort häufig auch dann schon zum jeweiligen Gastgeber gegangen, um dann dort das Abendessen wiederum einzunehmen. Frisch verwöhnt kümmert sich Heike um den Nachtisch. Das sind ja Zwetschgen und Pflaumen. Die sehen aber aus wie gemalt. Die nehme ich mit. Sowas wächst natürlich nur hier im schönen Perl. Das muss reichen. So, ein ordentlicher Schwung Pflaumen für das, was du jetzt vorhast. Vincent macht süß-saure Pflaumen zum Nachtisch. Dazu benötigt er Pflaumen, Wein, Rosinenwein, Honig, Minze sowie schwarzen Pfeffer und natürlich Garum. Du schneidest einfach an der Popofalte rundum. Und dann drehst du das Ganze. Jawohl. Zacki-Witzki. Da muss ich aber jetzt doch einmal. Da ist er doch nicht du warst ganz nicht mittig ganz in der Mitte gewesen. Auch. Es geht wunderbar, wie du das machst. Der Pfeffer wird gemörsert. Denn Pfeffermühlen gab es damals noch nicht. Und unser Wort Mörser kommt. Richtig, vom lateinischen Wort Mortarium, übersetzt Reibschüssel. Das Universal-Küchengerät in der römischen Küche, der Mörser, ne? Ja, und wenn man sich so einen Mörser kauft für zu Hause, darf man nicht sparen. Also leichter wie der soll es nicht sein. Es muss schon ein richtiges, schweres Gerät sein. Und auch nicht so stampfen, ne? Sondern richtig rühren. Ja, eigentlich immer, ne? Dieser Stößel, ja. Das funktioniert fast ohne Kraft. Jetzt durch das Gewicht dann? Ja. Und ist ja ein bisschen rau hier. So, jetzt kommen noch die Rosinen dazu. Und frische Minzblätter. Jetzt mache ich Folgendes. Hier will ich in feine Streifen schneiden. Drücke die so zusammen. Und jetzt kann ich eigentlich sehr praktisch hier diese Streifen da schneiden. Das ist aber ein guter Trick. Minzrolle. Ja. Ja, genau, mache ich mit Blatt Petersilie, mache ich das genauso. Oh, toll. Heike, riech hier mal. Komm mal rüber. Guck, halt mal deine Nase da rein. Der Rüssel. Die Römer wussten was Gutes. Minze und Rosinen. Das genau. Ist immer mal was Frisches, Süßes. Und das kommt jetzt in den Topf. Und jetzt gebe ich hier mal Weißwein dazu. Dann bringen wir das zum Kochen. Dann diesen Rosinenwein. Jetzt ist es aber alles ein bisschen süß. Also hier, und die Rosinen, fehlen, Pfeffer. Ne? Ja, die kommen wir ganz zum Schluss. Ach so. Jetzt könntest mein du, Herr, die Pflaumen. Tun wir die da rein. Das darf dann auch gern noch ein bisschen einkochen alles. So. Ich lasse auch extra den Topf offen, wenn es dann kocht, dass wir ein bisschen Flüssigkeit verlieren. Das sollte am Schluss so ein klein bisschen sirupartig sein. Und das ist es dann auch schon. Da werden Pflaumen ein bisschen angerichtet und das isst man dann so. Das oder kommt isst dann man noch dann so. Für die Zuschauer, das kann man zum Vesper überall. Dort, wo Senf dazu passt, passt auch das. Und das ist auch sehr gut für den Magen. Mhm. Also die ganzen Ingredienzien sind ja magenfreundlich. Und jetzt kommt ja noch unser Spezialmittel dazu, also dieses Garum. Vorsicht. So. Wenig. Ja? Ein paar Tropfen immer nur. Du, man soll es nicht glauben, dass sowas zusammenpasst, aber es ist so. Das Ganze jetzt bei mittlerer Flamme etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis das Obst weich ist. Und? Für Heike gibt es unterdessen etwas Süßes mit Bums, römischer Rosinenwein. Heike, das musst du mal probieren. Das ist, also dieser Wein. Ist da viel Alkohol drin? Nö, glaube gar keiner. Also ich hab nichts, schade eigentlich. Ich habe nichts gespürt. Schmeckt wie das, was auch in Pralinen drin ist, manchmal so. Ah, fast wie Rum. gut. Wie Rum ohne Alkohol. So, guck mal. Jetzt ist das
Man könnte das fast ein Chutney nennen. Also es das ist ganz schon so eingedickt, ne? Eingekocht. Mhm. Das hat man dann aber auch kalt dazu gegessen. Man muss nicht unbedingt warm sein. Da haben wir die Rosinen dabei. So, dann wollen wir das mal probieren, das Ganze. Also ich sag dir, da könnte man heute bei jeder modernen Party auch punkten. Ist heiß, gell? Vorsicht. Nicht München verbrennen. Und? Mm. Kommt? Eigentlich verdammt modern. Das ist richtig modern. Ja. Und zwar dieses Süß-Sauer. Das hat es ja bei uns auch schon immer gegeben. Und eigentlich durch die moderne asiatische Küche ist es zu uns wiederbelebt worden, dieses Süß-Saure. Könnte man sich reinlegen. Super Sache. Pflaumen süß-sauer nach römischem Originalrezept. Der Haussklave ist im Speiseraum am Werk. Jatros, das hast du ja schon mal sehr ansprechend und gemütlich hier hergerichtet für unser kleines, feines Gelage. Nur Geschirr sehe ich gar nicht. Brauchen wir das nicht? Nein, das braucht man nicht. Hier vorne an den Klinen selbst wurden die Tische spärlich eingerichtet. Mhm. Nein, es wurde fertig anserviert. Schön zerkleinert, in kleine Häppchen, mundgerecht. Wurde man bedient praktisch an den Klinen. Wer durfte denn liegen? Und offenbar haben ja auch welche gesessen, ne? Ja, das war ganz besonders. Die Herren haben auf der Kline gelegen und die Damen durften sich dabei setzen. Aber beide wurden bedient, die Damen als auch die Herren. Die sogenannte Kline, eine Essensliege. Und je wohlhabender und wichtiger der Gastgeber, desto feiner auch das Mobiliar. In der Villa Borg findet sich dieser Nachbau einer Kline aus feinstem Holz, Leder und Bronze. Geht unser Epochenkoch Vincent nicht sofort als römischer Senator durch? Wie der Hausherr, stilecht gekleidet, mit einer Tunika. Für Heike und Historikerin Bettina Birkenhagen gibt's die Stühle. Hausklave Jatros schenkt Getränke ein. Und sind wir jetzt schon mitten im Gelage oder ist es noch ein Essen? Das ist eigentlich nur ein Essen. Das Gelage folgt eigentlich immer auf das Essen und da sind auch nur die Männer anwesend. Die Damen ziehen sich dann zurück. Die Männer dürfen liegen und kriegen natürlich als erstes die Getränke. Das mit dem Liegen, das gefällt dir, oder? Das ist klasse, mit Sklaven und so weiter. So kann es weitergehen. Genehmigt. Schließlich hat Vincent ja auch den ganzen Tag gekocht. Die Frauen durften nie liegen, oder? Nein, die Frauen haben eher gesessen. Also es galt für eine gut situierte römische Hausherrin, galt es als unfein zu liegen. Deswegen saßen die Frauen. Die Damen, die dann später beim Gelage lagen, gehörten dann auch eher dem dementsprechenden Gewerbe an. Trinkspruch? Bene tibi sit. Das heißt übersetzt zum Wohl das Beste für alle. Und das Beste kommt jetzt auch. Römischer Krustenbraten mit Linsenbeilage und Pflaumennachtisch. Mundgerecht portioniert auf dem Teller. Vom Sklaven gebracht. Genauso wie vor 2000 Jahren. Oh, da kommt er ja schon. Man muss sich fast dran gewöhnen, dass die Herren immer als erstes kriegen. Ja, das ist ungewöhnlich. So, danke schön. Dankeschön. Hat man sich überhaupt bedankt bei einem Sklaven? Die hat man nicht beachtet. Man hat auch Gespräche durchaus vertraulicher Natur geführt. Der Sklave war einfach nicht da. Denn es war ja einfach so, wenn der Sklave sich nicht so verhalten hat, wie der Hausherr das wollte, dann hat man ihn einfach rüber ab. Genau, umgebracht und dann hatte sich das erledigt mit der Vertraulichkeit. Schweinebauch mit Honig, Pflaumen, mit Gewürzen, Linsen, mit Kastanien. Auf römische Guten Art. Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Also das Schwein schmeckt hervorragend, ne? Der Schweinebauch ein bisschen süßlich. Ist toll mit dem Honig. Mhm. Und so schlemmen sich die Epochenköche und ihre Gäste durch die antiken Gerichte. Die Linsen schmecken ja richtig schwäbisch. Dass manche kulinarische Spezialität schon 2000 Jahre auf dem Buckel hat, wissen wir oft nicht. Da müssen wir uns heute noch bedanken. Das schmeckt eigentlich durchaus modern. Gerade mit den Gewürzen, süß, sauer, wunderbar. Und gemäß dem römischen Motto Carpe Diem, nutze den Tag, haut Vincent ordentlich rein. Denn die kulinarische Reise der Epochenköche geht weiter. Und zwar ins Mittelalter. Morgen zeigt Ihnen Vincent Klink, wie die Ritter tafelten. Epochenkochen,
um 14:15 Uhr hier im SWR-Fernsehen.